Hallo zusammen und willkommen bei mir auf dem Kanal. Okay, erste Umleitung. In Bahnhof Stein am Main geht es jetzt los. Willkommen im ersten Tag von meiner Velotour. Jede einzelne Tour seht ihr dann als separaten Film auf meinem YouTube-Kanal, wo wir jetzt gerade drin sind. Und alle anderen, die mir auf Instagram verfolgen, die kriegen dort vorab schon ein paar Informationen, wie, wo, wenn, was ich mache. Das ist jetzt keine Hexerei gesehen. Sie haben die Tafel schön gerichtet, dass man weiss, wo durch. Irgendwo hier oben. Man sieht es halt nicht recht, hier ist es zugewachsen auf der rechten Seite, aber hier zeigt die Tafel noch nach oben. Wunderbar, jetzt bin ich auf der offiziellen Route und die Umleitung, aber auf der App sind beide Seiten ausgeschildert. Und eine erste schöne Ansicht von der Brücke oben, wo wir runter sehen. Jetzt uns befinden. Wunderbar. Und die andere Seite. Wunderbar. Ich habe bewusst kein Wasser mitgenommen. Das sind ja 2 Kilo, die man schleppt. Oh, jetzt fährt man da gerade ein Kind vorne durch. Hier wollte ich euch einfach zeigen, hier gibt es einen Brunnen. Wir fahren durch, durch das schöne Städtchen durch. Und das ist die Information für euch noch. So, jetzt gibt es eine Information mit mir im Bild, weil da so viele Leute sind. Da ist relativ viel los. Tourismus ist schon am Laufen hier. Wunderbar, endlich nach diesen bösen 10 Jahren. Es lohnt sich dem Städtchen, wunderbar, super schön. Und was die Information für euch ist, so wie das ist bei Wanderungen und Velofilmen, Wandertouren. Wenn ihr nicht angeschrieben seid, heisst das geradeaus fahren. Und wenn ihr dann nicht wisst, wo durch eine Kreuzung, dann seid ihr falsch gefahren oder es ist falsch ausgeschildert gewesen, wie auch immer. Nehmt eine Karte mit oder könnt euch die App leisten, die kostet nicht viel pro Jahr. Und im Notfall zeigt ihr euch, wo ihr seid und dann seht ihr, wo ihr annehmt. Also in dem Fall nur gesehen vom Städtchen, den Rest könnt ihr selber anschauen. Wenn ihr dann aus dem Städtchen rauskommt, müsst ihr auch gerade raus, dann seht ihr hier eine grosse Schweizmobil-Übersichtskarte. Da ist auch angeschrieben, welche Richtung das geht. Wunderbar, also geradeaus weiter. Das hier ist gleichzeitig auch ein Stück von der Rheinroute, wo ich auch schon gefahren habe. Weswegen ihr auch nicht allzu viel werdet jetzt in diesem Film gesehen hier, in diesem Etappenstück, obwohl ich von der anderen Seite letztlich gekommen bin. Oh, jetzt habe ich wieder ein schönes Riegelhaus. Hier links runter geht es jetzt die Route und von jetzt weg sind wir nur noch auf dieser Route unterwegs, die geplant war. Das ist richtig gut gelöst. Hier gibt es einen schönen, breiten Weg für die Velo- und Fußgänger. Weil offenbar geht irgendwo noch ein Wanderweg durch, dass wir nicht mehr auf der Straße fahren. Hervorragend. Man sieht auch recht gut, wenn das Wetter schön ist von hier. Leicht neblig ist es ein bisschen weiter in der Ferne für mich. Geradeaus weiter. Es ist ein bisschen komisch, dass es 2 Tafeln sind, wo beide nicht ganz in die Richtung zeigen. Ja, geradeaus wäre jetzt aber für mich nicht links. Ja, doch, das ist da durch. Da steht auf der linken Seite auch eine Tafel, ein Wanderzeichen. Und auf der Rückseite, wo ich jetzt sehe, richtig, ja, da ist eine Tafel, die nach rechts zeigt, wo ich herkomme. Wunderbar.
Bis jetzt ist alles ziemlich gerade gewesen, kurze Kurven, wie ihr gesehen habt. Unterwegs hat es auch mal ein Bänkchen gehabt, da ist wieder eins. Direkt im Schatten, an diesem Gewässer entlang hier. Es lohnt sich auch hier, sich ein bisschen einzunehmen. In diesem Dorf hat es ganz viele schöne Häuser wieder, so ähnlich wie vorher. Und hinter mir eine riesen fette Linde. Wow! Hier draussen aus dem Städtchen, aus dem Dörfchen, war gerade eine Tafel, 15 Kilometer noch bis Schaffhausen. Hier braucht ihr Wasser zum Trinken, es hat genug Trinkbrunnen zwischen ihnen gehabt, also wirklich wahnsinnig viel. Denn hier sind wir meistens im offenen Feld, heisst die Zelte haben den Schatten. Glaub's, jetzt bin ich nicht sicher vor der Nachtbrücke. Ja, ich bin richtig vor der Brücke, ist es gesehen. Wunderbar, für das ist es eben auch gut. Ja, das habe ich hier geschaut, was Schatten hat, der Bänkchen auch. Ja, mit der Zeit dürfte das ziemlich ein brennendes Sitzbänkchen sein. Jawohl, brennend. Also. Ja. Der Göppel. Und dann ist da nochmal irgendein Gewässer. Wir zum ersten Mal auf keinen Tertenweg mehr. Das ist ein normaler Feldweg, den es hier bei uns so in der Schweiz hat. Ah, jetzt hat es wieder ein bisschen Häuschen. He? Hier durch. Nicht angeschrieben, also weiter geradeaus. Da ist schon wieder ein Brunnen auf der rechten Seite. Steht aber kein Trinkwasser, der erste. He? Oh. Nicht sicher, aber mich beschleicht so das Gefühl, dass ich irgendwie eine Grenze übertreten habe und ich nicht weiss, dass ich jetzt in Deutschland bin. Schaffhausen ist in der Nähe von Deutschland auch. Und ich sehe mehrere deutsche Kontrollschilder immer wieder und ein Ortstafelschild hinter mir, wo nicht in der Schweiz ist. Ich glaube es fast, ich bin irgendwie entweder in einem Niemandsland an der Grenze oder ich bin schon in Deutschland. Da drüben sind die LKW, die hier parkieren. Irgendwie, wenn Zoll oder etwas ist, da vorne muss irgendwann in einem Zoll sein. Ja, die Laternen ist auch schon schräg, he? Da ist auch schon einer reingefahren. Ich glaube wirklich, dass ich hier in Deutschland sein könnte. Wie auch immer, wer die Firma kennt, der weiß, wo ich bin. Ja, hier vorne ist eine Tafel. Ich kann mir auch leicht übersehen, wenn es wieder vor davon wachsen, das Zeugs.
Ski durch. Jetzt muss ich zuerst auf die Treppe schauen. Ah, ich habe es gesehen. Ja, die Tafel kann man auch nicht sehen. Dort vorne. Dort vorne ist die Tafel. Da muss man also links, wenn man hier kommt. Dort auf der Tafel ist gestanden. Noch 10 km bis Schaffhausen. Also sind wir auch schon fast dort. He? So oder so. He? Einmal ins Fahren der Position. Ich bin unterwegs auf dem Velo. He? Das erste Mal, wo wieder ein bisschen Schatten ist. Hinten war auch noch gerade ein Bänkchen. Aber was ich. Ja, also erstes, was ich noch sagen muss, ist. Will, muss, wollen. He? Ist ja immer alles eine Situationsaufnahme von mir. Das kann sich ja immer wieder alles ein bisschen ändern. He? Fahren wir die Zugtour hier an, ist eine Bahnlinie. He? Eben wie gesagt, Situations, was ich sage. Bis jetzt hat es noch keine Möglichkeit gehabt, wo man könnte etwas essen holen. Und hier drin haben wir gerade eine grosse Möglichkeit zum Unterstehen, wenn es kommt, kann schiffen. He? Ja, also. Cool, sieht schön aus da. In diese Richtung geht es weiter. Ich zeige euch aber jetzt, was ich hier auf dem Weg gesehen habe. Ich bin hier direkt auf dem Weg. Von dort bin ich hoch. Schon wieder eine Unterführung. Steinzeitpfad Teingen. Hier bin ich jetzt in dieser Ortschaft. Ja. Wer das interessiert? Bronzezeitbestattung? Fragezeichen. Brennnessel? Fragezeichen. Soll ich rein? Oh je. Überall hat es Brennnessel. Aber da weiss ich, was ich dagegen machen kann. Wenn ich etwas finde, schauen wir mal kurz. Ja, he? Das Loch hier. Das war schon mal eine steinzeitliche Wohnung, wie es aussieht. Und da hinten geht es auch noch rein. Wahrscheinlich. Ist das alles zugeschüttet? Sieht dunkel aus. Ah, jetzt keinen Bock, Taschenlampen auszupacken. Das sind wahrscheinlich eh nur irgendwelche kleinen Löcher, da geht es nicht weiter. He? Aber cool, was man hier alles auf dem Weg sieht. Spannende Sachen. So, wie es aussieht, sind wir schon bald dort. He? Kilometer. Der Hauptstrasse entlang halt. He? Jawohl. Kulturstadt am Rhein, Schaffhausen. Angestell, aber ohne Shop, wie es aussieht. Schade. Okay. Hier durch. Ah, da ist Velo am Boden. Kann man auch noch nicht kaufen. He? Dann hier durch den Kreisel links rüber. Aha, und dann geradeaus weiter nach Schaffhausen. He? Alles klar. Okay, da muss ich hier fahren. He? So, dann besser. Autostrasse. Jetzt ist die Frage ja wieder, wo durch. Wenn nichts ist, nochmal geradeaus. He? Rechts ist nichts. Ah, super, ausgeschildert. Da ist Tafel. Also da durch. Richtung Altstadt, 3 km. Man merkt es, kaum ist man wieder im Dorf, in der Stadtnähe meine ich, ist gerade viel wärmer.
So, jetzt sind wir schon raus am Bahnhof. Ist alles gut ausgeschildert gewesen. Wunderbar, hervorragend. Ein Like schon allein für das, das ist genial. Die Route ist bis zum heutigen Zeitpunkt nicht zu tadeln gewesen. So gut habe ich selten wieder einmal eine Route ausgeschildert gewesen. Wunderbar, selbst eine Umleitung, die nicht signalisiert war auf der App, ist vor Ort ausgeschildert gewesen, dass man weiss, wo durch. Wunderbar. Das heisst, wenn wir am Bahnhof sind, wo ich jetzt stand, dann hat es dort eine Tafel mit verschiedenen Routen, vor allem die, die ich jetzt gemacht habe, wo in die Richtung startet, wo ausgeschildert ist, Bahnhof da hinten. Hervorragend. Das war es dann für die Route gewesen, vom ersten Tag. Lieber gespannt und neugierig. Am Schluss jetzt vom Film gibt es den Vorschlag für die nächste Route und noch andere Vorschläge. Danke, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal. Ja, apropos Essen und Trinken, da ist schon am Bahnhof gibt es einen Kiosk und sonst noch etwas zum Essen. Sonst nicht.